jetzt geht's los. Happy das neue New Jahr. Yes, Happy New Year. Habt ihr überlebt? Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Also wir sind's auf jeden Fall. Ich mir gerade eine Karte. Nein, ich mache sie nach. Wie üblich. Ich habe so kalte Hände, ich bewege mich nicht, wenn wir hier Standbein. Erster, da geht's natürlich worum? Natürlich um die Vorsätze fürs neue Jahr. Ja. Also wir haben welche, die verraten wir aber erst später. Und das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch gar keine. Aber das verrätst du ja später, dass du keine hast. Ach so, Entschuldigung. Und, aber das verrätst du ja später, dass sie keine hat. Ja. Wow, ja, oh, Spannungsbogen aufgebaut. Hat nicht so viel. Ja. Wir doch, fragen jetzt mal andere Leute, was die so sagen. Genau. Jetzt geht's los. Was ganz einfaches Sport auf jeden Fall treiben, weniger Zucker zu sich nehmen und super, am Glühweinstand. Das geht ja nur noch bis Ende 2016. Ab 2017 wieder weniger Zucker und wie gesagt, Sport und Glühweinstand. Ja, danke. Viel Spaß dabei. Ja, tschüss. Hört sich total lustig an. Dürfen wir euch mal ganz kurz was fragen? Es geht um Vorsätze fürs neue Jahr. Vorsätze für 2017. Haben Sie einen Vorsatz? Nein. Also, das gefällt mir alles noch nicht hier. Ich erzähle euch so lange mal meine Vorsätze. Spaß haben. Mache ich jedes Jahr. Funktioniert total gut. Also es läuft total. Wollt ihr uns was erzählen? Vorsätze 2017. Ey, cool. Mädels sind viel besser. Vorsätze 2017. Habt ihr welche? So weit ging ich noch gar nicht. Naja, nicht. Ja, wirklich. Also wieder nach Hause kommen. Wieder irgendwie nach Hause kommen oder umziehen vielleicht? Nee, umziehen nicht. Ja, klar, das kann man. Okay, wer redet jetzt als erstes? Du, bitte. Gut, ich. Ja, umziehen? Nee, auf keinen Fall. Okay. Erstmal daheim bleiben. In den schönen Bergen. Ziehen, weil es hier irgendwie ein bisschen relaxter ist, schon geil, aber erstmal, ich muss meine Ausbildung machen. Also erstmal arbeiten und dann auf jeden Fall weg, aber Ausland und vielleicht irgendwann mal Berlin. Guter Vorsatz. Ausland bei dir? Sehr guter Vorsatz. Ich bin nicht so, dass ich plane, ich lasse erst auf mich zurückkommen. Also wenn es mich irgendwie verschluckt, dann geht er hier. Und vielleicht mit Berlin. Wie ein freier Vogel. Habt ihr Vorsätze? Die haben Weglaufvorsatz. Oh, die haben Angst vor uns. Ey, wir sind in Deutschland, die haben alle Angst. Und wenn sie mich sehen, hauen sie sowieso ab. Es geht um Vorsätze fürs neue Jahr. Oh, ja. Meinst du, du trinkst noch was? Nee. Also nicht mehr, also das meinten wir nicht. Das weiß ich ja. Haben Sie einen Vorsatz? Gesund zu bleiben, ja, in Frieden leben zu können. Das sind meine Grundsätze, das ist das Wichtigste für mich in meinem Alter. Denn irgendwas ablegen, Laster ablegen, bringt nichts mehr. Muss ich auch nicht. Super, dann wünsche ich ein schönes Jahr. Ja, danke ebenfalls. Okay. Okay, good luck. Well, that was the English content for all the others who wants to watch in English. Wahnsinnsumfrage für Vorsätze für 2017. Wir müssen eigentlich nur uns fragen. Was ist dein Vorsatz? Ich habe keine Vorsätze, weil ich ziehe mein Ding sowieso durch, egal wie. Deiner? Mehr Sport. Es lebt der Sport. Oh bitte, das hatten wir doch jetzt schon. Ja, egal, ich darf das doch trotzdem sagen. Nein, du musst was Neues sagen. Ich muss was Neues sagen. Ich sage nichts, dann habe ich auch nichts, wo ich scheitere. Ich chill mein Leben einfach. Das ist auch gut. Ja, mach ich immer. Ja, und ich arbeite wie bekloppt. Während ihr arbeitet, Sport treibt. Chill ich eine Runde. Und was macht ihr? Schreibt uns mal rein, was ihr machen würdet, wenn wir euch getroffen hätten auf der Straße. Dann hätten sie auch nicht geantwortet. Und wärt ja auch einfach an uns vorbeigelaufen, wie die meisten hier. Alles Gute!